Immer wenn es um eine neue Software geht, dann ist der Andrang sehr groß, so wie auch heute Abend. Wir freuen uns, dass wir zwei kompetente Vertreterinnen von Herr Redis haben. Herr Redis ist 30 Jahre alt geworden und hat zu diesem Anlass, denke ich, eine Jubiläumsversion rausgebracht, die jetzt schon da ist, die Version 2025. Und die beiden Damen von Herrn Redis werden uns sicher mit genügend Informationen zu Herrn Redis und zu den Neuerungen durch den Abend führen. Und wir sind schon ganz gespannt. Ich darf das Wort dann gleich weitergeben. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Reinhardt. Das war eine perfekte Überleitung, muss ich sagen. Ich möchte Sie auch noch mal alle ganz herzlich zu unserer heutigen Präsentation begrüßen. Und ja, was bietet die Jubiläumsversion Herr Redis 2025? Wie gesagt, wir haben letzte Woche unsere neue Version herausgebracht, die unser 30-jähriges Bestehen von Herr Redis feiert. Als Unternehmen, als auch als Software. Bevor ich jetzt aber oder wir in die Software gehen, beziehungsweise auch erst noch mal kurz was zu Herr Redis sagen, möchte ich mich und meine Kollegin Mathilda gerne vorstellen. Mein Name ist Annegret Gräfe. Ich bin bei Herr Redis seit 2019 und dort für die Kommunikation im deutschsprachigen Raum zuständig. Und mit mir zusammen heute hier ist meine Kollegin Mathilda Tatrowski. Sie ist seit letztem Jahr bei uns und als die Ansprechpartnerin für alle genealogischen Vereine, für die wir ein Partnerschaftsprogramm und eine Kooperation anbieten. Thema heute, was bietet die Jubiläumsversion? Bevor wir rein starten, möchte ich ganz kurz was zu Herr Redis sagen. Ich denke mal, nicht alle kennen Herr Redis schon so gut. Ansonsten als kleine Erinnerung. Wir haben in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Wir feiern 30 Jahre. Das heißt, 1994 wurde Herr Redis gegründet und zwar in Frankreich. Also wir sind ein französisches Unternehmen mit Unternehmenssitz in Montpellier. Das ist in Südfrankreich. Und die Gründung ist auf eine kleine ein Zufall eigentlich auch zurückzuführen. Ein Verwandter des damaligen Gründungsehepaares Bernard und Sylvette David war auf der Suche nach einer passenden Software für sein Mac und hatte nichts Richtiges gefunden zu diesem Zeitpunkt. Und da die beiden, das Gründungsehepaar, Sylvette selber aktive Familienforscherin ist und auch zu diesem Zeitpunkt war und ihr Ehemann Informatiker haben sich dann zusammengetan und gesagt, dann erstellen wir eigene Software. Und so ist Herr Redis letztendlich entstanden. Das hatte so viel Erfolg, dass nach der allerersten Mac-Version auch kurz darauf gleich eine Windows-Version folgte und diese Version dann auch in Englisch und seit ein paar Jahren auch auf Deutsch erschienen ist. Wie gesagt, von zwei Personen sind wir mittlerweile 19 Mitarbeiterinnen und wichtig ist auch noch in diesem Fall zu erwähnen, dass 2014 und jetzt nochmal eben, um auf das besondere Jubiläum zurückzuweisen, denn wir haben auch 10 Jahre feiern wir SCOP. SCOP heißt, wir sind eine Kooperative, denn als die beiden, unser Gründerehepaar sozusagen, in den Ruhestand gegangen sind, wollten sie natürlich das Projekt am Leben erhalten und haben damals den damaligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglicht, das Unternehmen zu übernehmen. Und seitdem arbeiten wir sozusagen als Kooperative zusammen an der Weiterentwicklung unserer Software, aber auch zahlreicher anderer Produkte. Denn Herr Redis stellt nicht nur eine Software für Windows und Mac dar zur Familienforschung, sondern darüber hinaus haben wir auch eine Genealogie-App, passend eben zu Android und iOS, die man zusätzlich ebenfalls verwenden kann. Wir bieten eine kostenlose Online-Plattform, Herr Redis Online, über die man nach Vorfahren suchen kann, aber auch über die man seine bisherige Forschung veröffentlichen kann in Form einer Website. Wir haben seit 2 Jahren nun fast, bieten wir auch genealogische Dienstleistungen. Also für alle, die in Frankreich ihre Vorfahren suchen, haben wir drei kompetente Kolleginnen bei uns im Team, die diplomierte Genealoginnen sind und die entsprechend da Weiterhilfe anbieten.
Und seit letztem Jahr und auch jetzt für diese Version, die jetzt neu erschienen ist, bieten wir passende Videotutorials an mit dem Namen Kompaktwissen, um Sie noch besser bei Ihrer Nutzung von Heredes zu begleiten. Also eine Palette angeboten rund um die Familienforschung. Und ich übergebe jetzt an Mathilda für ja, die folgende Präsentation. Ja, vielen Dank, Annegret. Also kurz für die Anfänger, also für die Personen, die Heredes noch nicht kennen, überhaupt nicht. Einfach so ein kurzer Überblick, also über die generellen Funktionen, und dann gehen wir auf die Neuheiten ein. Es gibt unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten in Heredes, die sehr interessant sind. Also hier haben wir zum Beispiel den zweiseitigen Kreis. Den habe ich jetzt nur so zeigen wollen. Es gibt den Kreis der Vorfahren, da haben Sie halt die Hälfte von dem Kreis, den Kreis der Nachfahren und den zweiseitigen Kreis. Da sieht man auf einer Seite die Vorfahren und auf der anderen die Nachfahren. Man kann zum Beispiel auch sehen, wo habe ich eventuell noch Lücken, was muss ich noch füllen. Und ja, es ist einfach eine sehr visuelle Art, seinen Stammbaum sich angucken zu können, beziehungsweise auch die Recherche, was fehlt noch, was muss noch rein. Wir können auch Stammkarten machen, direkt über die Software von einzelnen Personen. Stammbäume natürlich, und zwar haben wir da die Möglichkeit, Vorfahrentafeln, Nachfahrentafeln und Sanduhrdiagramme zu machen. Und auch die Veröffentlichung von Büchern. Das heißt, also hier haben wir zum Beispiel Vorfahrenbuch, Nachfahrenbuch, Lexikon, Großfamilie und Ortsfamilienbuch. Das wird zum Beispiel also direkt in ein Textverarbeitungssystem also gebracht. Das heißt also, Sie exportieren das, wenn Sie mit Windows arbeiten, direkt in Word und können somit dann auch Ihr Buch direkt veröffentlichen. Jetzt mal kurz zur Ansicht, wie das aussieht. So, wir gehen hier auf Stammbäume. Ich suche mir einen aus. Also wir haben unterschiedliche Modelle, die vorgeschlagen werden. Und dann klicke ich einfach auf OK und habe meinen Stammbaum. Und das Ortsfamilienbuch, auch sehr simpel, einfach aussuchen, einen Ort wählen. Hier nehme ich jetzt zum Beispiel Frankfurt am Main, da bin ich aufgewachsen. So. Frankfurt am Main auswählen und erstellen. Und die habe ich direkt, also in Word, das Ortsfamilienbuch Frankfurt am Main mit einigen freien Seiten, auch wenn man zum Beispiel eine Widmung schreiben möchte oder eine Danksagung, eine Einführung. Und dann geht es weiter mit Informationen über den Ort und die unterschiedlichen Personen, die dort gelebt haben. Und mit dem Personenindex zum Schluss. So, jetzt kommen wir wieder hier zurück. Die OFBs, dann generell zur Benutzeroberfläche ist eigentlich sehr übersichtlich. Sie haben hier die unterschiedlichen Buttons, der Proband, Start, hinzufügen oder löschen zum Beispiel. Also alles ist sehr ja, visuell dargestellt mit Familiendaten. Familie und Daten, Lebensverlauf, Suche und Grafiken. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Hier haben Sie die XXL-Familie, die angezeigt wird. Die personenbezogenen Daten, dann gibt es auch Familiengruppendaten. Der Lebensverlauf wird auch angezeigt. Das heißt, wo hat eine Familie gelebt? Wo ist wer ja ausgereist? Die Suche. Da haben wir den Suchassistenten, intelligente Suche, Suchen und Ersetzen und Family Search, also direkten Link zu Family Search. Auch hier haben wir nochmal Suche auf diesem Feld. Heredes Online, da gibt es Ancestry, Facebook, Family Search und so weiter. Und da kann man auch einige Sachen also selbst hinzufügen, wenn man möchte, damit man dann direkt einen Schnelllink hat. Möglich ist auch die Suche in Online-Archiven. Und zwar hier über das Fenster suchen, Suche in Online-Archiven, und dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Und hier haben wir alle Archive, die wir bisher hinterlegt haben, also auf die wir direkt eingreifen können über die Software. Und da klicken Sie einfach auf das Land, das Sie interessiert, und haben dann die Liste der Archive und klicken dann so weiter. Dann haben wir auch unterschiedliche Indizes, also Nachnamen, Vornamen, Berufe, Orte, Quellen, Archive, Medien und eine unserer Neuerungen, die Farblabels. Der Ortsindex zum Beispiel, wie er aussieht, mit natürlich einer aktuellen Karte.
Und dann auch der Quellenindex. Und damit Sie sehen, also wie das aussieht, hier geht es wirklich darum, auch die Quellen gut zu hinterlegen mit also zum Beispiel Typ, Archiv, Dokument etc. Und da kann man auch zum Beispiel Medien oder unterschiedliche Links hinzufügen. Jetzt, was Heredis angeht, also wie wir Sie unterstützen, wie Sie es gehört haben, also schon von Annegret, wir sind eine 19-Personen-Team. Das heißt, also die Software wird immer weiterentwickelt und uns ist natürlich auch wichtig, dass wir für unsere Kunden da sind. Das heißt, also wir haben auch versucht, unterschiedliche Hilfstools zur Verfügung zu stellen, damit Sie auch alle immer eine Antwort bekommen auf Ihre Fragen, wenn es irgendwo ein Problem ist oder so. Wir versuchen wirklich für alle da zu sein. Als erstes gibt es sehr nützlich die Knowledge Base. Die Knowledge Base ist auch nochmal also sehr einfach aufgebaut, dass man alles auch visuell dargestellt hat. Es gibt Fragen zur Nutzung oder zu Heredis Online, zu den Neuheiten, meine ersten Schritte mit Heredis und so weiter. Da geht man einfach über die Homepage drauf und zwar die Heredis Homepage. Da haben Sie hier Hilfe und hier Knowledge Base. Sie gehen drauf und da haben Sie die unterschiedlichen Punkte und dann zum Beispiel Frage zur Nutzung. Und hier haben wir unterschiedliche Artikel hinterlegt über die Nutzung oder Heredis Online zu den Neuheiten zum Beispiel, die Sie gleich auch kennenlernen, haben wir schon unterschiedliche Artikel. Wenn Ihnen irgendwas in der Nutzung nicht klar ist, am besten direkt auf die Knowledge Base draufgehen und sich den Artikel durchlesen. Dann haben wir als nächstes das Benutzerforum. Das gibt es seit März, April. Das ist ein Forum, also wirklich, wo auch die Heredis Nutzer, also es ist ein Forum für Deutschland natürlich, auf Deutsch, wo alle Nutzer halt Informationen austauschen können oder wie mache ich was und so weiter, damit man sich gegenseitig hilft. Und wir haben natürlich auch also Kontakt Heredis beziehungsweise auf der Homepage ein Kontaktformular, wenn es technische Fragen gibt oder andere zur Software, einfach ein Formular ausfüllen und sobald es geht, kommen wir wieder ja mit Antworten auf Sie zurück oder per E-Mail. Und als letztes gibt es auch das Kompaktwissen. Das Kompaktwissen ist kostenpflichtig leider, aber das hat auch seinen Grund. Also hier haben wir wirklich ein kleines Programm auf einem USB-Stick mit Kurzfilmen zu den unterschiedlichen Funktionen. Also da ist natürlich auch sehr viel Arbeit dahinter. Und aber es ist ein sehr hilfsreiches ja, Tool, wenn Sie vielleicht ein bisschen mehr Erklärungen brauchen sollten. Ja, und jetzt kommen wir zu den Neuerungen von Heredis 25. Da haben wir einige Highlights und auch kleinere Neuerungen. Und zwar, also insgesamt haben wir 30 Neuerungen im System jetzt. Die Highlights, das sind vier große Sachen, und zwar einmal Farblabels, isolierte Zweige, das neue Widget Geburtstage und Export von UFBs und anderen Büchern. Und dann noch einige andere, also insgesamt 30 Neuerungen. Wir haben es versucht und es hat geklappt. Zum Jubiläum, 30 Jahre Heredis, 30 neue Neuerungen im System. Jetzt gehen wir kurz hierüber. Um die Neuheiten wirklich schnell zu finden, haben wir auch auf der Software, also hier das Button Neuheiten. Und da kann man direkt draufgehen. Und zwar also die Farblabels. Was sind Farblabels? Es geht darum, sie dienen, die eigene Forschung detaillierter zu organisieren und übersichtlicher zu machen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Religion verfolgen möchte im Familienstammbaum oder ein Ursprungsland, damit man einfach wichtige Aspekte im Stammbaum besser sieht oder schneller sieht. Sie werden angezeigt in der Suchleiste, der Zusammenfassung, in der unmittelbaren Familie, in der XXL-Familie, bei den Vorfahren, den Grafiken, den Stammkarten und auch in Berichten. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel habe ich die kleinen Farblabels und da steht sofort Hochschulabschluss, in Bearbeitung und katholisch. Die Farblabels kann ich mir selbst zusammenstellen. Also es gibt eine Liste, die wir schon vorgearbeitet haben. Aber wenn Sie zum Beispiel ein Farblabel neu erstellen möchten, nehmen wir mal zum Beispiel neues Farblabel war ein Strolch. Dann gebe ich dem hier einfach eine Farbe. Und zwar, dann geben wir dem einfach welche Farbe. Machen wir mal so. Und okay. Und dann habe ich direkt
Das Farblabel kann dem auch eine Beschreibung hinzufügen und schließen und kann dann jeder Person zum Beispiel, die ein Strolch war, das Farblabel hinzufügen. Und die Farblabels werden dann, wie also vorhin erwähnt, in den unterschiedlichen Funktionen dann angezeigt. Also hier zum Beispiel auch in den Grafiken habe ich die unterschiedlichen Farblabels und so weiter. Also je nachdem, wie ich meine Recherche organisieren möchte, kann ich mir da meine kleinen Farblabels erstellen und habe sie dann direkt auf einen Blick, ja, im Visier. Dann die nächste Neuerung, und zwar isolierte Zweige. Also isolierte Zweige, worum geht es hier? Es geht um Personen, die importiert oder eingegeben wurden, die aber letztendlich nicht mit dem Probanden in Verbindung stehen. Also durch diese Funktion werden isolierte Zweige hervorgehoben, damit man sie löschen oder zuordnen kann. Also man kann isolierten Zweigen auch Farblabels hinzufügen, sie markieren, eine Liste erstellen zum Beispiel, sie löschen oder exportieren. Hier sehen wir schon einige Farblabels, die da gemacht wurden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also man kann sie als markiert erklären, nicht markiert erklären oder eine Personenliste erstellen. Dann kommen wir jetzt zum Widget Geburtstage. Und zwar, hier habe ich meine Dateiinformation. Also bei Geburtstagen geht es natürlich um die Lebenden, nicht um die Toten. Und da habe ich direkt eine Ansicht auch von kommenden Geburtstagen und am Geburtstag selbst. Also nehmen wir jetzt mal an, am genau 15.09. öffnet sich auch ein kleines Fenster, um zu sagen, hey, heute hat Yumi Geburtstag. Und so denkt man auch weiter an die Lebenden. Und das Dashboard zeigt generell unterschiedliche Informationen dazu an. Dann haben wir als nächsten Punkt auch eine Neuerung, die vielleicht ganz wichtig sein könnte. Und zwar die Bücher können wir jetzt auch exportieren. Und zwar entweder als Heredis-Datei oder als GetCom-Datei. Das ist natürlich sehr nützlich, wenn man zum Beispiel Ortsfamilienbücher oder andere Bücher online veröffentlichen möchte. Dann haben Sie direkt die Möglichkeit, das unter diesen zwei Formaten zu machen. Oder auch, wenn man zum Beispiel mit anderen Forschern austauschen möchte oder so etwas. Dann haben wir auch im Stammbaum der Region. Und zwar gehen wir jetzt in die Vorfahren, Stammbaum der Region. So, haben wir hier auch neue Optionen. Und zwar hier werden direkt angezeigt, zum Beispiel Geburt auf Taufe oder Partnerschaft. Und dann sehen Sie zum Beispiel, wo eine Eheschließung am gleichen Ort stattfand, zum Beispiel. Oder das Land. Zum Beispiel Geburt und Taufe sehen wir, hier ist alles Deutschland. Ah, einmal haben wir Holland, also Niederlande. Tod und Beerdigung. Hier steht zum Beispiel noch nichts Genaues drin. Auf jeden Fall werden die dann gleich markiert. Oder Bundesland zum Beispiel. Und dann haben sie zum Beispiel also farblich auch alles schön. Hier haben wir Hessen, viel Hessen, Baden-Württemberg. Zeigt sich alles ganz gut an. Dann haben wir auch die Möglichkeit, mit der neuen Version den Partnerschaftsstatus zu personalisieren. Und zwar haben wir jetzt auch den anderen Status zum Beispiel. Also wir hatten verheiratet, verlobt, getrennt, geschieden, andere offizielle Partnerschaft und dann zum Beispiel anderer Status. Und hier kann ich dann direkt zum Beispiel reinschreiben, es war nur ein One-Night-Stand. Und habt es dann auch direkt drin. Dann haben wir die Familienansicht. Und zwar haben wir hier jetzt auf der rechten Seite die Familienansicht. Und zwar mit den Partnern. Hier haben wir auch eine kurze Linie zur Eheschließung. Und dann also von dem Albert Schmidt, dem Probanden, seine Partner und seine Kinder. Und diese kann ich zum Beispiel auch verändern. Nehmen wir mal an, ich klicke jetzt hier auf der linken Seite auf eine andere Person.
Dann habe ich die Ansicht, die sich hier direkt auch verändert. Also ich bin immer noch auf dem Probanden, aber hier habe ich zum Beispiel dann von Bakker Johann die Familienansicht oder von Georg Becker. Als nächstes haben wir jetzt auch die Möglichkeit, weitere Namen, zum Beispiel Mann und Frau haben geheiratet, die Frau hat den gleichen Namen wie der Mann, aber man möchte ihren früheren Nachnamen zum Beispiel weiterhin sichtbar haben. Dann gibt es auch die Möglichkeit, also jetzt in Büchern und Stammkarten die weiteren Namen zu sehen. Und hier einfach nur die weiteren Namen anklicken und dann habe ich auch die weiteren Namen, die sich dann anzeigen. Ich kann generell alles anklicken bzw. entklicken, also wegklicken. Und hier nochmal die Stammkarte zu der Person. Und jetzt noch eine Neuheit und zwar an, also das geht jetzt nur für Windows und zwar in den unbegrenzten Stammbäumen. Kann ich zum Beispiel auch Personen hinzufügen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen unbegrenzten, ja, machen wir mal den Stammbaum erstelle, hopp, hopp, hopp. Dann habe ich hier ein neues Button und zwar hinzufügen. Und hier kann ich zum Beispiel eine Person hinzufügen, dann öffnet sich ein anderes Fenster und ich klicke jetzt mal auf die Barolle. Auswählen und dann hat sie sich hier hinzugefügt und dann muss ich halt nur noch darauf achten, dass ich sie dorthin setze, wo ich möchte. Das ist zum Beispiel also ganz praktisch, wenn man in seinem Stammbaum auch Geschwister anzeigen möchte, die in der Regel immer wegfallen. So kann man die Personen dann noch hinzufügen. Und dann gibt es auch, also jetzt in der neue Option bei der Datenanzeige. Und zwar kann man das Unterschriftsfeld ausblenden. Also das ist eine Anfrage, die eher aus Deutschland kam. Also in Frankreich war die Unterschrift immer sehr wichtig. In Deutschland anscheinend weniger. Auf jeden Fall kann man die jetzt auch ausblenden. Und zwar bei Ansicht personalisieren. Und hier habe ich ja gut, Unterschrift oder Filiation kann ich alles wegmachen und dann wird es nicht mehr sichtbar sein. Also wir wollten nicht unbedingt auf alle 30 Steuerungen eingehen, deshalb, das waren jetzt so die Hauptpunkte, die wir in Vorschein bringen wollten. Und jetzt würde ich noch kurz, damit Sie auch immer auf dem Laufenden bleiben, haben Sie die Webseite, also heredis.com.de. Auf Facebook sind wir auch. Und der Newsletter abonnieren Sie sich, dann kriegen Sie auch immer alle News zugeschickt. Und jetzt gebe ich das Wort erstmal wieder weiter an Annegret. Wen Herr Redes interessiert oder das überzeugt hat, wir haben ja dann auch noch Zeit, um bestimmte Fragen zu klären, aber möchten wir erstmal ganz kurz vorstellen, was die Software kostet. Also wie gesagt, Herr Redes selber ist ein Desktop-Programm, was Sie auf Ihrem Rechner installieren und was Sie sozusagen einmal erwerben und dann bieten wir jedes Jahr eine neue Version an mit neuen Funktionen, die Sie zu einem Upgrade-Preis erwerben können. Also wie gesagt, wir, Herr Redes, gibt es für Windows und Mac im Erstkauf für Windows für 49,99 und dann im Upgrade für 24,99, also nur noch zum halben Preis. Und die Mac-Version gibt es im Erstkauf für 59,99 und im Upgrade für 39,99. Und jetzt vielleicht für Fragen. Ich habe gelesen, da war irgendetwas zu schnell auch. Von mir war der Punkt, andere Namen, ein Kind, das mit einem bestimmten Namen geboren wird. Es wird nach 2 Jahren adoptiert und bekommt einen anderen Namen. Das Ganze in einer anderen Sprache und später zieht das Kind um und bekommt nochmal eine Namensänderung ohne Heirat oder sowas. Und ob man das mit einem Datum versehen könnte. Also ein Datum lässt sich zu den weiteren Namen noch nicht hinzufügen. Ich wollte jetzt noch mal richtig verstehen, was isolierte Zweige bedeutet. Kann ganz unterschiedliche Situationen geben, dass ja Personen nicht unbedingt mit diesem, ja, mit ihrem Stammbaum letztendlich verbunden sind. Zum Beispiel, es wurde mal ein Zweig abgetrennt. Es sind Personen hinzugekommen, die nicht unbedingt
mit den Personen ihres Stammbaums verknüpft sind. Und mit dieser Funktion isolierte Zweige können Sie die jetzt suchen und auch entsprechend verwalten. Das heißt, entweder Sie merken diese Personen oder auch diese Zweige, also Personengruppen, die lose in dem Sinne, aber in Verbindung stehen, die brauche ich eigentlich gar nicht für meine Familienforschung. Die sind jetzt in dem Sinne, ja, nicht, die sind dabei, aber eigentlich ja nicht mit meinem eigentlichen Zweig verbunden. Dann kann ich sie entweder löschen, ich kann sie aber auch in eine eigene Datei exportieren. Ich habe einfach einen Überblick darüber, genau, was mit diesen Personen passiert. Ich kann jetzt hier einfach, wie eben Mathilda gezeigt hat, auf isolierte Zweige gehen oder anderweitig auch übersuchen. Und dann habe ich hier isolierte Zweige ebenfalls auf die Funktion zugreifen. Und dann habe ich sozusagen einmal die Information zum Zweig des Probanden, also alle Personen, die mit meinem Probanden und dessen Zweig in irgendeiner Weise in Verbindung stehen. Dann habe ich einen Bereich zu den isolierten Zweigen und Sie sehen hier schon, es gibt insgesamt drei Personengruppen, die nicht mit diesem Ausgangszweig in dem Sinne verbunden sind, die alleine stehen, also die isoliert sind. Kann ich jetzt hier auch mir anschauen. Also ich habe dann, wenn ich hier draufklicke, auch nochmal die Liste der entsprechenden Personen. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal für die einzeln stehende Personen, die also letztendlich wirklich isoliert irgendwo in meiner Genealogiedatei vorkommen. Und letztendlich diese Funktion ermöglicht mir jetzt, das mir erstmal aufzuzeigen. Also wo habe ich Personen, die in keinster Weise irgendwie mit meinem Hauptzweig verbunden sind. Und dann kann ich entscheiden, markiere ich die? Ich kann Farblabels auch hinzufügen, um sie erstmal sichtbar zu machen oder auch löschen oder auch exportieren. Also dann kann ich anfangen, diese entsprechend zu bearbeiten. Es gibt vielleicht bei den Zweigen untereinander eine Verbindung. Also ich sehe hier, wenn ich jetzt hier drauf gehe, zum Beispiel sehe ich Familienansicht. Sehe ich auch ja die Verbindung. Also diese drei Personen sind miteinander verbunden, aber halt mit dem Rest überhaupt nicht. Ein Trauzeuge oder ein Taufpate ist ja verbunden mit einer Person, mit der Person, mit dem Brautpaar zum Beispiel. Ja, wenn Sie eingegeben haben, dass, also ich sage mal jetzt, ich nehme den Probanden und der hat den entsprechenden Taufpaten, dann gehört er mit zu dem Zweig des Probanden, weil ja eine Verknüpfung besteht. Wenn ich ihn als Zeuge verbinde mit dem Probanden, dann gehört er zum Stammbaum dazu. Genau. Diese isolierten Zweige, das ist für mich eigentlich das Highlight in dieser Version dann auch dann dabei, weil ich habe irgendwie 27.000 Personen da drin, über die Zeit hinweg, wo ich dann tatsächlich auch Einzelpersonen da eine ganze Reihe da hatte, die ich hätte ich nie gefunden sonst. Das ist eben auch eine Funktion unter anderem gewesen, die auf eben den ja, Vorschlägen, Verbesserungsvorschlägen von unseren vor allem deutschsprachigen Nutzern gekommen ist. Und die wir in dieser Version eben mit einbauen konnten. Also, wie gesagt, um nochmal vielleicht kurz darauf hinzuweisen, wir nehmen auch immer Verbesserungsvorschläge mit auf. Das heißt, wenn Sie Herr Redes nutzen und Rückmeldung haben, schreiben Sie uns gerne an. Das ist wichtig für uns, weil letztendlich Sie sind ja die Nutzer, die ja ständig damit zu tun haben. Wir versuchen dann die Verbesserungsvorschläge auch je nachdem eben auch nach Machbarkeit und nach Bedarf entsprechend mit zu berücksichtigen. Wir haben auch eine komplette Liste von den Neuheiten und zwar einfach auf der Homepage. Hier in Genealogie Software Neuheiten und dann einfach draufklicken und dann haben Sie Übersicht der 30 Neuerungen und im Detail und dann haben Sie die komplette Liste von allen Neuerungen, die es gibt. Also hier haben Sie ja generell alle Funktionen, die sind und Beschreibungen, beziehungsweise hier haben wir das Handbuch. Aber das ist lang. Also da müssen Sie schon Zeit haben zu lesen, ne?
Finde ich auch in dem Handbuch, wie ich die Religion einblenden kann. Mathilda ist auf persönliche Fakten, Partnerschaften und daneben persönliche Fakten. Genau, Genau. super, danke. Dann hat man die Möglichkeit, entsprechend die Religion hinzuzufügen. Also man klickt dann unten auf das Plus und dann hat man hier schon zur Auswahl Religion und kann diese dann entsprechend eintragen. Vielleicht noch mal ganz kurz auch für alle, die Herr Redes noch nicht haben, die sie aber vielleicht interessiert. Wir haben eine kostenlose Demo-Version. Das heißt, Sie können auch erstmal ausprobieren. Sie können alle Funktionen nutzen, bis 50 Personen erstellen. Sie können aber auch GetCom-Dateien importieren, die mehr als 50 Personen haben. Natürlich, die Funktionen sind dann eingeschränkt. Aber Sie können zum Beispiel mal in GetCom-Import ausprobieren und dann entsprechend, ja, bei Fragen sich natürlich auch gerne nochmal an uns wenden. Wir entsprechen den GetCom-Standards für 5.5.1, als auch Sie können in Herr Redes auch GetCom 7 Dateien importieren. Von daher sollte es eigentlich jetzt nicht das Problem sein, sowohl einen Import als auch einen Export durchzuführen. Sie können auch Farblabels zu Ereignissen hinzufügen und Sie können jetzt zum Beispiel für alle Taufen, die Sie haben, könnten Sie jetzt das Farblabel evangelisch oder katholisch oder je nachdem, welche Religion das ist, entsprechend auch als Masse hinzufügen. Man kann über die intelligente Suche, ich kann vielleicht auch noch mal das ganz kurz zeigen, dann habe ich hier die intelligente Suche mit Farblabel. Name ist gleich evangelisch. Dann werden mir alle Personen angezeigt, die dieses Farblabel haben. Also ich habe hier sozusagen eine Übersicht über die Personen, die dieses Farblabel entsprechend haben. Und ich könnte jetzt auch nach Ereignissen suchen. Zu den Ereignissen Farblabel. Und dann könnte ich jetzt hier evangelisch oder katholisch und dann werden die an diese Taufen, wird dieses Farblabel herangefügt sozusagen als Markierung. Die werden mit exportiert normalerweise. Im GetCom Standard. Nein, das ist Ja, nicht. ja, ja. Aber das erstmal so zum grundlegenden Verständnis, was mit den Farblabels möglich wäre jetzt. Ja, also das funktioniert gut. Also ich habe das genutzt, um die Markierung zum Beispiel zu machen von den Personen, wo eine DNA-Analyse vorliegt, beziehungsweise wo ich irgendwo eine Verbindung mit habe. Also die kann man dann relativ schnell dann sich aufzeigen lassen. Also da ist zum Beispiel so eine Anwendung. Da geht das sehr, sehr gut. Also in den Ortsfamilienbüchern werden die Farblabels nicht mit angegeben. Also die Farblabels an sich sind personalisierbar, komplett personalisierbar und sozusagen unbegrenzt. Und von daher würde das sonst sozusagen auch den Aufbau des Ortsfamilienbuches sprengen. Deswegen ist das in dem Fall nicht mit eingebunden worden. Im Chat hatte ich dann noch gelesen, dass jemand gefragt hat, ob die GoF-Daten von CompGen eingebaut werden können. Also es gibt keine Direktanbindung, aber was man machen könnte, ist sich einen Link hinterlegen. Also ich kann noch mal kurz den Bildschirm freigeben und dann können wir noch mal auf den Ortsindex gehen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die verschiedenen Orte. Ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel Berlin und dann kann ich hier, also wie gesagt, ich kann Bild hinzufügen, ich kann Varianten hinzufügen, das ist auch ganz wichtig, und ich kann Notizen hinzufügen. Und in diesem Notizfeld könnte ich jetzt, wenn ich das gerne möchte, eben einen Link zu dem entsprechenden GoF-Eintrag mit hinzufügen. Und das wäre dann auch anklickbar, also dass ich dann entsprechend auch sofort zurückgreifen kann. Wenn ich, weil ja die Idee auch oder was sozusagen von der GoF-Anbindung interessant ist ja, die unterschiedlichen historischen auch Gegebenheiten zu haben, könnte ich dann entsprechende Varianten des Ortes erstellen. Also aufgrund ja von Grenzschiebungen und so weiter gibt es ja unterschiedliche, ja, hat sich der Name mal geändert, die geografische Zugehörigkeit. Und ich kann dann Varianten erstellen, zum Beispiel, wie ich das hier mit Bockenheim gemacht habe. Das ist eine Variante von Frankfurt am Main, weil davor war es ein eigenständiger Ort, seit 1895 Stadtteil von Frankfurt.
und habe sozusagen das miteinander verknüpft und dann weiß ich eben, das ist eine Variante oder es hat sich mal entsprechend geändert. Das Gleiche kann ich machen, wenn sich sozusagen der Name mal geändert hat oder andere Zugehörigkeiten, dann kann ich das darüber entsprechend managen. Gibt eine interne Ortsdatenbank. Man kann auch, das ist eigentlich ganz praktisch, könnte jetzt einen neuen Ort erstellen und könnte dann danach suchen. Also man braucht eine Internetanbindung, die eigentlich da ist. Von daher, also ich gucke mal, ob was kommt. Wenn ich jetzt Dresden nehme, jetzt will es. Wunderbar. Genau. Manchmal dauert es ein bisschen hier. Dann kann ich sozusagen hier nach den Orten, die es gibt, also ich sehe jetzt ja auch, es gibt verschiedene. Ich habe auch in Dresden in den Vereinigten Staaten. Ich kann mir das Ganze dann angucken und könnte das jetzt somit erstellen, zum Beispiel, indem ich es ersetze, nicht ergänze oder ersetze, je nachdem. Dann wird mir das hier angezeigt. Und wenn ich jetzt eine Person entsprechend erstelle, brauche ich jetzt nicht nochmal sozusagen den Ort erstellen, sondern ich kann jetzt hier zum Beispiel, ich möchte den Wohnort eingeben. Dann kann ich, wenn ich jetzt Dresden eingebe, wird mir das ja angezeigt und ich kann das, braucht es nur noch auszuwählen. Also es gibt eine interne Ortsdatenbank mit bereits Orten, dann kann ich neue Orte auch hinzufügen. Der unbegrenzte Stammbaum, der vorhin gezeigt wurde, wenn ich da eine Person dazu, ich kann ja auswählen, die und die Person dazu nehmen, nimmt er dann auch, je nachdem, was für ein Stammbaum ich nehme, Vorfahren, Nachfahren, nimmt er auch die Vor- und Nachfahren dann je mit auf oder nur diese eine Person? Wäre nur diese eine Person. Noch eine Frage von mir, weil das häufiger auch gefragt wird, wenn ich eine Lizenz habe von der Redis. Ich arbeite am Desktop und würde dann gerne auch am Laptop irgendwie mal weiterarbeiten, wenn ich irgendwo zum Stammtisch oder so gehe. Ist die Lizenz, ich kann dann auch am Laptop mitarbeiten. Oder brauche ich da eine neue Lizenz? Sie können, also mit einer Herredes-Lizenz können Sie, die ist personengebunden, aber Sie können die auf drei Rechnern insgesamt Ah ja. installieren. Also Sie Ja. haben die Möglichkeit, sogar noch einen zweiten Laptop nebenbei zu haben Ah ja. oder wenn Sie auf Arbeit oder je nachdem, wo Ja. Sie vielleicht noch oder im Verein, je nachdem, noch einen zweiten irgendwie haben. Also insgesamt drei Installationen sind möglich. Ah ja, gut. Vielen Dank. Gern geschehen. Ja, das war doch ein sehr spannender Abend. Ein umfangreiches Programmpaket, was Herr Redis da geliefert hat. Und viele arbeiten damit ja auch schon, wie sich gezeigt hat. Sind zufrieden offensichtlich, ja. Dann bedanken wir uns nochmal bei allen, die zugehört haben, im Namen aller, bei Ihnen beiden und einen schönen Abend.